Ja, gegen 10.30 Uhr ist es hier zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der B207 ist ein LKW frontal mit einem PKW zusammengestoßen. Offensichtlich ist der PKW nach einem Überholvorgang nicht rechtzeitig auf seine Spur zurückgekommen und ist frontal mit dem LKW zusammengestoßen. Der PKW wurde dann zwischen der Leitplanke und dem LKW eingeklemmt. Und das ist zunächst für die Einsatzkräfte sowohl vom Rettungsdienst wie auch von der Feuerwehr eine recht unübersichtliche Angelegenheit gewesen. Bei der Erkundung wurde dann festgestellt, dass sowohl der LKW-Fahrer in seinem LKW eingeklemmt war, wie auch die Insassen des PKWs in ihrem Fahrzeug eingeklemmt waren. Es musste zunächst ein Bergungsunternehmen angefordert werden, das mit einem schweren Gerät den LKW von der Leitplanke ziehen konnte, damit man die Rettung der Insassen in dem PKW vornehmen konnte. Während der Rettung hat sich dann herausgestellt, dass beide im PKW befindlichen Insassen bereits verstorben waren und für sie jede Hilfe zu spät kam. Wir haben hier also insgesamt zwei Tote zu beklagen und einen verletzten LKW-Fahrer, der zur weiteren Behandlung in die Klinik gekommen ist. Das ist natürlich für die Einsatzkräfte sehr belastend. Alle Einsätze mit verstorbenen Personen gehen an die Psyche. Es wurde von der Einsatzleitung hier sehr frühzeitig ein Team der psychosozialen Notfallversorgung angefordert, die hier bereits auf der Einsatzstelle die ersten Gespräche mit den Einsatzkräften geführt haben und jetzt gemeinsam mit den Einsatzkräften in ihre Wachen eingerückt sind, um dort weitere deeskalierende Maßnahmen zu treffen, weitere Gespräche zu führen, damit die Personen das nicht mit nach Hause nehmen müssen. Es sind insgesamt drei Feuerwehren der Stadt Fehmarn hier im Einsatz gewesen mit insgesamt 40 Einsatzkräften.